Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich hier im Alten Rathaus begrüßen. Wir wollen uns heute beim 9. Salon mit dem Gewissen beschäftigen. Ich habe die Freude, zwei ganz wunderbare Gäste hier zu diesem Abend vorstellen zu dürfen. Links von mir Markus Heinsdorf, arbeitet als Installationskünstler und Architekt seit Anfang der 80er Jahre, auf globaler Ebene auch. Berühmt sind seine temporären Pavillons geworden. Er baut mit Naturmaterial, mit Bambus, aber auch mit recyceltem Müll. Rechts von mir sitzt Karl Charlie Gleisner, hat Technik studiert, ist dann in Silicon Valley gegangen, hat dort auch mit Steve Jobs gemeinsam das Apple-Betriebssystem entwickelt und ist Impact-Investor geworden. Gewissen ist etwas, was man drinnen hat, ein gutes Gewissen, ein schlechtes Gewissen, ist vielleicht sogar eine moderne Erscheinung. In den letzten Jahrzehnten, habe ich den Eindruck, ist es fast sowas wie radikalisiert worden. Ja? Also so das Innere, die innere Motivation, das, wie man sich fühlt, dass das die äußeren Handlungen identisch sind mit der Vorstellung, die man über sich selber hat, da hat sich ja sehr viel verändert. Glauben Sie, dass diese Art von innerer, intrinsischer Motivation gewissermaßen jetzt so etwas wie einen Siegeszug hinlegt? Das Gewissen für mich geht Hand in Hand mit der persönlichen Entwicklung. Also Sachen, die ich heute mit dem, was meine Entwicklung war, mache oder die ich früher gemacht habe, würden mir heute ein schlechtes Gewissen machen. Damals aber habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt, weil mein Bewusstsein anders war. Ich kann nicht sagen, dass die Entscheidungen, die ich treffe, von jemand anderem gemacht werden. Wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich meine Investitionen nicht dazu beitragen sollten, Klimaveränderungen dezidiert zu unterstützen, na, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Wenn ich die Entscheidung nicht treffe, dann ist es eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe mit meinem Vermögen. In meinem Cookbook für unsere Werte ist es unmöglich für jemanden eigentlich mit Bewusstsein, die Konsequenzen vom Reichtum, den man besitzt, abzukoppeln von den Werten, die man sonst behauptet, man hat. Wir haben ein Netzwerk gegründet, wo wir mit 80 anderen Investoren, die 100% auch ihre Investitionen für positiven Impact einsetzen, zusammenarbeiten über die ganze Welt. Und was uns zusammenbindet, ist das Bewusstsein, dass wir sagen, wir unterscheiden unsere Investitionen nicht von den Werten, die wir haben, und wir sehen die Konsequenzen von unseren Investitionen als ein Expression von dem, was wir wirklich sind. Generell nach der Finanzkrise haben Soziologen so qualitative Interviews geführt, was ist eigentlich in den Bankern vorgegangen, ja, in dieser Zeit des großen Rades, und dann sind sie draufgekommen, dass also sie, die aus der Investmentabteilung, haben gesagt, na, die Kunden sind schuld, weil die sind gierig. Und die aus dem Geschäftsbankenbereich haben gesagt, die aus dem Investmentbereich sind schuld, weil das sind halt die Jungs auf Koks. Ja? Und die haben dann auch wieder gesagt, na, aber die Mathematiker sind schuld, weil die haben doch diese Risikoanalysen gemacht. Und die Mathematiker haben gesagt, ja, die sind ja deppert, wenn sie unsere Analysen glauben, wir machen doch nur Modellrechnungen. Am Ende war alles so schön verteilt, dass niemand dafür verantwortlich war und jeder jemand anderen die Schuld zuschieben konnte. Letztendlich ist in einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft eigentlich ein ganz super Mechanismus, unter Anführungszeichen, um schlechtes Gewissen eigentlich zu sistieren, oder? Also ich finde, wir können gar nicht genug schlechtes Gewissen haben. Eine große Firma, und da darf ich jetzt das Beispiel nochmal sagen, wie IKEA, die als Stiftung 30.000 Flüchtlingshäuser baut. Ich meine, die machen das nicht zum Spaß. Also die sehen da ein Geschäftsmodell. Die haben angefangen, ein Flüchtlingshaus kostet 8.000 Euro zu Beginn, und jetzt nach ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, auf 1.000
Euro. Jetzt haben sie an die Vereinten Nationen 30.000 dieser Einheiten oder dieser Häuser verkauft. Da sehe ich die große Chance für unsere Zukunft, dass Firmen eben sehen, aha, die Gesellschaft, wir haben Ansprüche und wir sind aufgeklärt und wir leben im Internetzeitalter. Also ich setze, um es kurz zu machen, auf das Gewissen der großen, nicht aufs Gewissen auf der großen Firma, sondern auf einfach generell, dass der globale Trend dahin gehen wird, dass wir vielleicht auch viele kleine Startups und Business und so weiter haben, das werden wir brauchen, aber die Global Player, die werden letztendlich für mein Gefühl das Geschehen bestimmen und wenn es gut läuft, dass wir alle auch ein bisschen mit was dazu tun können oder die Gesellschaft, dass hier einfach auch so ein Richtungswandel ist, dass es eben dann nicht mehr nur ums Geld geht,